So, herzlich willkommen zurück hier zur ersten Nachmittagssession der Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich begrüße alle ganz herzlich hier im Raum. Ich begrüße auch die, die uns zu Hause oder im Büro an den Bildschirmen verfolgen. Mein Name ist Ronja Scheler. Ich bin Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und habe die Freude, dieses Panel mit dem Titel Europe Alone, Thinking It Through heute zu moderieren. Europe Alone, da steht zwar nicht USA im Titel, aber natürlich geht es um die große Frage, was passiert, wenn sich die Vereinigten Staaten deutlich von Europa abkehren, die Sicherheitsgarantien wegfallen. Dahinter steht weiterhin die große Frage, was passiert, wenn Donald Trump erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird. Trump 2.0, dieses Szenario wird irgendwie immer wahrscheinlicher. Er wird sehr wahrscheinlich der republikanische Präsidentschaftskandidat werden, auch wenn Nikki Haley sich sehr wacker im Rennen hält. Und auch diverse Umfrageinstitute sehen ihn im direkten Vergleich mit Joe Biden, mit dem Amtsinhaber, um 4, 5, 6, 7, also auch deutliche Prozentpunkte vorne zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also es ist ein Szenario, auf das man sich durchaus vorbereiten muss. Auf der anderen Seite ist Europa durch den erneuten russischen Angriff, den völkerwidrigen Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, ein bisschen aufgerüttelt und aufgeschreckt, aber immer noch weit davon entfernt, eine Sicherheits- und Verteidigungspolitik in geeinter Form zu betreiben. Wir haben hier im ersten Panel schon eine ganze Weile darüber diskutiert, aber definitiv aktuell nicht in der Lage, den Ausfall der USA komplett zu kompensieren. Wir haben die NATO, die ein neues strategisches Konzept erarbeitet hat, aber auch da der europäische Pfeiler noch nicht in der Weise aufgestellt ist, der dem amerikanischen ebenbürtig wäre. Am Rande der EU sehen wir Staaten, Georgien, Moldau, die sich zunehmend bedroht von Russland fühlen und sich fragen, wer denn eigentlich für ihre Sicherheit garantiert. Also, Europa allein zu Hause, das ist die Frage, die wir jetzt diskutieren wollen. Ich freue mich, dass ich da zu dieser Diskussion drei hervorragende PanelistInnen habe, die ich jetzt auch auf die Bühne bitten würde. Cory Sharkey, Natalie Sabanadze und Toni Hofreiter, kommt doch bitte zu mir und verteilt euch hier. Genau. Danke. Ich stelle die drei noch einmal ganz kurz vor. Gleich hier zu meiner Rechten, Cory Sharkey. Sie ist Senior Fellow und Direktorin für Außen- und Verteidigungsstudien am American Enterprise Institute, einem konservativen Think Tank. Und sie bekommt gerade noch ihren heiß gewünschten Kaffee. Bitte, Cory. Cory forscht zu nationaler Sicherheit, zu Fragen der NATO, transatlantischen Beziehungen und der internationalen Ordnung und kann wirklich auf eine herausragende Karriere in Politik und Forschung zurückblicken, unter anderem im US-Außen- und Verteidigungsministerium, im Nationalen Sicherheitsrat und zuletzt auch als stellvertretende Direktorin von IISS in London. Herzlich willkommen, Cory. Ich freue mich, dass du da bist. Gleich daneben Natalie Sabanadze. Sie ist Senior Research Fellow im Russland- und Eurasien-Programm von Chatham House, auch ein Think Tank in London. Forscht dort zu Themen von russischer Außenpolitik, europäischer Nachbarschaft und auch der Frage von Europa in der Welt. Sie war zuletzt Cyrus Vance Visiting Fellow am Mount Holyoke College und für eine Zeit von 2013 bis 2021 georgische Botschafterin, unter anderem bei der Europäischen Union, aber auch in Belgien und Luxemburg. Ich freue mich, dass du deine Perspektive da auch mitbringst. Herzlich willkommen, Nathalie. Und last not least, kein Unbekannter hier in diesem Haus, Toni Hofreiter, Vorsitzender des EU-Ausschusses im Deutschen Bundestag. Er war von 2013 bis 2021 Fraktionsvorsitzender der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, ist Mitglied in der Partei, seit ich auf dieser Welt bin, seit 1986 und sitzt seit 2005 schon im Deutschen Bundestag. Toni ist promovierter Biologe, hat in den letzten Jahren sich aber vor allem einen Namen als
großer Unterstützer der Ukraine gemacht. Ich freue mich auch auf die Diskussion mit dir. Herzlich willkommen, Toni. Noch ein paar ganz kurze organisatorische Punkte. Toni und ich werden hier Deutsch sprechen, Nathalie und Corey Englisch. Also das Ganze wird simultan gedolmetscht. Wer des einen oder anderen nicht mächtig ist, möge bitte die Kopfhörer benutzen. Wir haben für diese Debatte knapp 90 Minuten, werden erst hier auf dem Panel sprechen und dann aber auch für all Ihre Fragen im Publikum öffnen. Und vielleicht haben Sie sich auch gefragt, warum jetzt so farbige Karten auf Ihren Stühlen liegen. Die sind dafür da, damit wir nach dem Mittagessen nicht alle ins Koma hinüber schweben, sondern ich würde auch Sie ganz gerne was fragen. Ich fange damit auch an. Die rote Karte heißt Nein, die grüne Karte heißt Ja. Und ich möchte Sie bitten, auf die folgende Frage zu antworten. Relativ simpel. Wenn die USA als Sicherheitsgarant ausfallen sollten, kann sich Europa auf sich selbst verlassen? Ja wäre grün, rot wäre nein. Ich hätte gern einmal ein Bild hier. Also, ich vermute, alle können sich einmal umgucken, aber wir sehen relativ viele rote, orangene Karten, aber doch auch eine nennenswerte Zahl an grünen Karten von Leuten, die darauf vertrauen, dass Europa für sich selber sorgen kann. Das nehmen wir jetzt mal hier als Debattenanstoß mit in unsere Diskussionen. Ich würde gerne anfangen mit dem Szenario, das ich schon skizziert habe, eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump. Corey, ich schaue dich direkt mal an. Nimm uns doch mal mit auf eine kleine Gedankenreise. Wie würde eine Wiederwahl Donald Trumps aussehen für die Vereinigten Staaten, aber auch für die europäischen Partner, für die internationale Ordnung? Inwieweit würde sich auch eine Wiederwahl unterscheiden von der ersten Präsidentschaft? So what will be... Ja, was ähnlich zur ersten Präsidentschaft wäre, dass er sagt, was er tun wird. Und er versucht es auch zu tun. Und deswegen sollte man das durchaus ernst nehmen, wenn er glaubt, dass Russland und China große Mächte sind und die ihre Einflusssphären brauchen. Und die USA sollten das erlauben, anstatt die Grenzen der freien Welt zu verteidigen. Dass er glaubt, dass die amerikanischen Alliierten Nutzen daraus zu ziehen, dass er an Zölle glaubt und nicht an Handel, dass er glaubt, dass Immigration schlecht ist für die USA, obwohl das natürlich das Lebensblut der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft ist. Und ich glaube, man sieht hier schon relativ viele Ähnlichkeiten. Der Präsident, unser ehemaliger Präsident, hat diese Dinge schon gesagt und er hat bereits, wenn es nicht direkt gesagt hat, dass er aus der NATO raus will, das zumindest irgendwie in Frage gestellt und die Garantien möglicherweise zu entziehen. Also ich glaube, das wird schlechter sein in gewisser Weise, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. In der ersten Amtszeit hatten wir Glauben von Leuten, Jim Mattis, John Kelly, die geglaubt haben, dass die Verantwortung der Präsidentenschaft den Präsidenten disziplinieren würden. Und wir haben aber gesehen, dass das nicht zugetroffen hat. Und das Gute daran, die guten Nachrichten sind, dass die institutionellen Leitplanken, man muss natürlich sagen, dass diese Leitlinien von Leuten geschaffen wurden, die der Regierung misstrauen. Und das hat Folgen gehabt in der ersten Amtszeit und das werden wir in der zweiten Amtszeit ebenso sehen. Und es macht natürlich einen Unterschied, dass der Kongress seine verfassungsrechtlichen Rechte ausübt. Und da sieht man möglicherweise auch eine stärkere Maßnahmenaktivität. Sie erinnern sich, Donald Trumps Amtszeit hat der Kongress dem Präsidenten das Geld verweigert, die Truppen zurückzuziehen aus verschiedenen Bereichen. Das werden wir wieder sehen. Aber wenn Donald Trump gewählt wird, dann wird es chaotische 4 Jahre geben mit vielen Unsicherheiten. Und ich möchte es nur kurz illustrieren.
die Person, die Trump als Verteidigungsministerin für die letzten Monate genannt hat, Chris Miller, hat geschrieben, dass hat ein Kapitel in einer Politikagenda für Trump geschrieben, wo 40-50% weniger Rüstungsausgaben werden sollten. Und diese Person hat er wieder vorgesehen. Also das Budget wird natürlich nicht vom Präsidenten festgelegt, das macht der Kongress. Aber das gibt uns schon mal einen Eindruck der Turbulenzen, die da vielleicht auf uns zukommen. Trotz all dieses Doom and Gloom, das man voraussehen kann, immer noch eine nennenswerte Zahl von europäischen BeobachterInnen, würde ich sagen, die denken, es wird weiterhin die Erwachsenen im Raum geben, the adults in the room, die während der ersten Präsidentschaft eine nennenswerte Rolle gespielt haben, die sagen, er wird von der Realität erneut gezähmt werden. Er kann die Ukraine nicht fallen lassen. Er kann sich nicht aus Europa komplett zurückziehen. Was würdest du diesen Leuten sagen? Ich glaube, wenn Donald Trump nochmal gewählt wird, dann werden diejenigen, die die Erwachsenen waren letztes Mal, die werden das nicht nochmal machen. Wir wissen jetzt, wie eine Präsidentschaft von Trump aussieht und was das bedeutet. Was wir dann wahrscheinlich sehen werden, ist, dass Donald Trump versuchen wird, Personen zu benennen, die seine Agenda verfolgen. Das machen natürlich alle Präsidenten, um die Agenda, für die der Präsident gewählt worden ist, umzusetzen. Aber die werden vom Senat nur schwerlich bestätigt werden können. Also werden wir viele Personen sehen, die in ihren Rollen agieren und zu einer chaotischen Politik führen werden. Und das wird schon etwas schwierig werden. Ich würde das mal direkt rüber an die andere Seite des Panels nehmen, Toni, zu dir. Europa hat diese erste Präsidentschaft erlebt, überlebt. Und meiner Meinung nach ist der große Push, die große Veränderung in vielen Köpfen jedoch ausgeblieben. Welche richtigen und falschen Schlüsse haben denn die EU-Mitgliedstaaten daraus gezogen? Und auch wenn du in die Institution Europäische Union, die du ja sehr gut kennst, mal reinschaust, wo sind da die richtigen Weichen gestellt und welche Weichen hat man aber auch verpasst zu stellen? Also ich glaube, dass erstens die Tatsache, dass die erste Präsidentschaft von Trump gefühlt gar nicht so riesigen Schaden angerichtet hat, lässt die Leute viel zu entspannt auf die mögliche zweite Präsidentschaft blicken. Und ich glaube, es wird auch nicht ausreichend antizipiert, dass die Welt sich in den letzten Jahren nochmal radikal verändert hat, spätestens durch den Angriff Russlands auf die Ukraine und wir in nochmal in einer radikal gefährlicheren Welt leben als zur ersten Präsidentschaft von Trump. Wir sehen nämlich so einen Krieg radikalisiert Gesellschaften und Regierungen. Wir sehen ein erheblich radikalisiertes Russland, nämlich das bringt einfach der Krieg automatisch mit sich. Damit will ich nichts von der Schuld von Putin wegnehmen, aber das müssten wir uns klar machen. Und des Weiteren, wir sehen ein sich radikalisierendes China. Das hat auch was mit dem Alter der beiden Präsidenten zu tun. Putin hat nur noch eine gewisse Lebenszeit. Damit will ich nicht sagen, was immer spekuliert wird, dass der krank ist oder so. Aber der hat halt nicht mehr 30 Jahre vor sich. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und genauso ist es mit Xi. Und beide wollen in ihrer Lebenszeit signifikant Dinge verändern. Also Xi will sozusagen die zwangsweise Wiedervereinigung mit Taiwan in seiner Zeit als Präsident. Putin will signifikant deutlich machen, dass er das Russische Reich wiedererrichtet hat in seiner Zeit als Präsident. Und was man auch nicht vergessen sollte, was wir gerne vergessen, wir sehen ja über drei Gründe, nämlich warum
oder zwei Gründe, warum Putin die Ukraine angegriffen hat. Erstens die Wiedererrichtung des Russischen Reiches und zweitens, weil er keine Demokratie neben sich haben will, weil er wie alle Autokraten Angst vor dem eigenen Volk hat. Ich glaube, den dritten Grund übersehen wir und das eint sozusagen so Länder wie Iran, China und Russland und das ist der Abriss der regelbasierten Ordnung. Und um die wirklich final zu zerstören, ist es zentral, dass es Russland gelingt, ein kleineres EU-NATO-Land anzugreifen und zu sehen, dass NATO und EU etwas kopflos darauf reagieren und im Idealfall sozusagen bloß wenige Länder dieses Land dann unterstützen. Und das macht sozusagen die ganze Tatsache so gefährlich. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie wir uns vorbereitet haben, hat sich die Europäische Union mit ihren sehr begrenzten Mitteln, man muss sich ja klar machen, dass die Europäische Union an Eigenmitteln, was sie zur Verfügung hat, an Haushaltsmitteln, Eigenmittel ist nochmal was anderes, an Haushaltsmitteln, dass das ja komplett marginal ist. Die Europäische Union funktioniert im Grunde über Regelsetzung. Und da hat man natürlich was probiert. Man hat starke Sanktionen erlassen, die noch nicht ausreichend sind. Man versucht, die Ukraine zu unterstützen. Man hat die Peace Facility letztendlich so verändert, dass man damit Waffen kaufen kann. Man versucht auch, die NATO zu drücken in Richtung stärkerer Standardisierung bei der Produktion von Militärgütern, was wichtig ist. Man hat ein DSA, also ein Digital Service Act, erlassen. Man hat ein CHIPS Act erlassen, was im Grunde keine ökonomische Frage ist, sondern eine militärische oder eine Sicherheitsfrage. Weil wenn ich durch die Straße von Taiwan kein Handelsschiff mehr fährt, dann haben wir innerhalb kürzester Zeit ein Riesenproblem mit unseren Halbleitern. Man hat, wie gesagt, ein Raw Materials Act. Wir sind noch immer bei einer ganzen Reihe von einzelnen Halbmetallen und völlig zu 100% abhängig von der Lieferung aus China. Und deshalb, da, glaube ich, ist man deutlich weiter. Wo man sozusagen die Unterschiede sehr groß sind, sind in den Hauptstädten. Also in den nordischen Staaten, in den baltischen Staaten, in Polen, teilweise auch in Tschechien, Rumänien, Bulgarien, schon weniger, sind auch Dänemark sind starke Konsequenzen gezogen worden. Da gibt es auch ein Problembewusstsein. Bei uns ist es schon sehr, sehr schwankend, wenn ich in Richtung Kanzleramt schaue oder in Richtung Herrn Merz, der in seiner kindischen Naivität glaubt, dass wir die Probleme, die vor uns liegen, in den Griff kriegen, wenn wir das Bürgergeld nicht erhöhen und dann könnte man die Schuldenbremse einhalten, ja, selbst wenn wir das nicht machen. Und selbst all den anderen Zeugs, was Sie vorschlagen, ja, mein Gott, dann haben wir 10 Milliarden im Jahr mehr. Das ist ein vollkommen alberner Gedanke angesichts dessen, was notwendig ist. Wie wir haben, was weiß ich, wir sagen immer Leute, die in dem Bereich tätig sind, wir haben für 3 Stunden Artilleriemunition. 3 Stunden Artilleriemunition ist jetzt nicht so irre viel, also 155er. Also deshalb, ich habe es, und wenn du dann weiter Richtung Süden und Westen gehst, ich meine, man schaue sich mal die Unterstützung Frankreichs an für die Ukraine. Also sowohl in absoluten Zahlen als auch GDP, Italien, Spanien, ja, holla die Waldfee. Also. Danke. Toni, holla die Waldfee ist vielleicht auch ein gutes Takeaway aus der Diskussion, aber also ich will noch einmal ganz kurz sortieren. Du hast natürlich gut nochmal diesen Blick aufgemacht auf die Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten, die Hausaufgaben, die auch jedes Land da zu tun hat. Ich würde trotzdem gerne noch einmal zurück in die Institution EU und auch da finde ich wichtig, dass du gesagt hast, man hat da an extrem vielen Schrauben geschraubt. Du hast die Sanktionen erwähnt, aber auch eben ganz relevante Sachen wie Digital Services Act, Rohstoffrangabhängigkeitsfragen, also Dinge, die sich so wie ein Cluster um die Sicherheit Europas herumsetzen. Aber es bleibt ja schon festzuhalten, dass im Kern dessen, was Sicherheit schafft, die EU einfach nur sehr, sehr begrenzte Ressourcen hat. Und aber auch in Fragen der Governance so aufgestellt ist, dass wir ein Einstimmigkeitsprinzip bei allen Dingen brauchen. Deswegen ganz kurze Frage, Prognose, am Ende der nächsten US-Präsidentschaft 2028 haben wir noch ein Einstimmigkeitsprinzip im Rat, in der gemeinsamen europäischen
Außen- und Sicherheitspolitik? Ich hoffe nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir es in Wirklichkeit jetzt schon nicht mehr haben. Nämlich, ich kritisiere ja Scholz öfters, aber zum Beispiel Herrn Orban zum Kaffee trinken zu schicken, war einfach richtig. Und ich glaube, dass man, und auch heute gibt es gute Nachrichten, Orban hat nachgegeben. Jetzt wird sich noch rausstellen, ob man ihn gekauft hat oder ausreichend unter Druck gesetzt hat. Aber nach allem, was man bis jetzt hört, wurde er nicht gekauft, sondern ausreichend unter Druck gesetzt. Und ich glaube, das muss uns klar sein. Wir haben da, müssen da mit einfach einer völlig anderen Härte vorgehen. Und dieses nette Shishishi, davon halte ich ehrlich gesagt nichts. Und um das auch mal klar zu sagen, ich persönlich wäre der Meinung, dass wenn ein Orban in so einem Fall nicht nachgibt, würde ich mit den anderen 26 oder wie viele es dann auch in 10 Jahren immer sind, sagen, also wir haben gehört, du hast ja gesagt, soll er mal beweisen draußen. Also ich glaube, man braucht im Umgang mit solchen Herausforderungen einfach eine ganz andere Härte. Und das ist, glaube ich, das, was wir schlichtweg lernen müssen. Einfach ein ganz anderes Ausmaß an Härte angesichts dessen, was los ist. Point well taken. Vielen Dank. Nathalie, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch zu dieser Frage von Ungarn etwas sagen möchtest. Ich weiß, dass du dazu gearbeitet hast, ob es nämlich ausreicht, Leute in die Kaffeepause zu schicken oder wie wir mit den Fliehkräften und den wirklich sehr divergierenden Interessen innerhalb der EU-27 eigentlich umgehen wollen, wenn Europa in dieser Welt bestehen will. Du darfst da gerne reinkommen. Ich wollte dich aber tatsächlich noch eine Sache mit Blick auf Georgien, also auf ein Land fragen, das eben am Rande der Europäischen Union liegt, das aber seit Dezember 2023 ein EU-Beitrittsland ist. Ich würde gerne wissen, ob aus der Sicht als Georgierin die EU diese Politik der Erweiterung eigentlich strategisch genug nutzt in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Kann ich kurz mit Trump anfangen? Es ist einfach zu verlockend, um das nicht zu tun. Also ich möchte noch mal zurückkommen auf die Diskussion, denn das Ganze hängt natürlich mit der europäischen Sicherheit zusammen und natürlich auch mit der Entscheidungsfindung und der Erweiterung zusammen, denn die sind natürlich alle miteinander verbunden. Also wenn wir zunächst einmal zu Trump zurückkehren, was haben wir gelernt oder Europa gelernt aus seiner ersten Amtszeit? Und ich denke, da gibt es drei Dinge. Zunächst einmal, dass die EU und die USA, wie sie Interessen definieren, unterschiedliche Interessen haben. Iran, JCPO, Klimawandel, der Nahe Osten und so weiter und so fort. Und eine andere Sache, die klar geworden ist, ist, dass die transatlantische Kluft oder Spaltung möglich ist. Sie ist natürlich nicht wünschenswert, aber sie ist nicht undenkbar. Und das bedeutet eine Schwächung dessen, was wir den institutionellen Westen nennen. Und letztendlich kann es auch sein, dass wir einen Präsidenten im Weißen Haus haben, der einfach nicht so engagiert ist mit Blick auf die europäische Sicherheit, wie wir das dachten. Das heißt, diese Zusagen können einfach nicht länger als gegeben gesehen werden. Was ist also die europäische Herausforderung, die Reaktion auf diese Herausforderung? Ich denke, wir können davon ausgehen, und Curry stimmt sicherlich zu, dass es, wenn es einen weiteren Amtszeit-Trump gibt, dass die Herausforderungen ähnlich sind. Aber jetzt ist Europa im größten Krieg mit involviert seit 1945. Und die Herausforderungen werden sicherlich bleiben. Sie werden nicht einfach verschwinden. Also, ich weiß nicht, wie unsere Reaktion aussehen sollte. Und nach dem ersten Panel, was wir heute gehört haben, wäre eine Reaktion vielleicht eine europäische Armee. Und was für mich auch
eklatant war zu sehen, ist das Abstimmungsergebnis. Denn die Europäische Armee wurde ganz oben als Priorität festgestellt vom Publikum. Und natürlich auch eine friedliche Konfliktlösung. Also das bedeutet, und ich stimme da Ulrike zu, dass es natürlich eine schöne Idee ist, Frieden in schwierigen Zeiten zu wählen. Aber wir haben in den vergangenen zwei Jahren auch viel gelernt, seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und jetzt komme ich letztendlich zu der Frage der europäischen Einheit und Einigkeit. Wir haben unter Druck gelernt, dass Europa sich zusammenreißen kann und geeint bleiben kann, auch wenn Ungarn da ist. Und es gibt auch mehr als ein Ungarn oder wird mehr als ein Ungarn geben in der Zukunft. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Wir müssen einfach wissen, wie wir damit umgehen können. Das ist wirklich essentiell. Und wenn man die Erweiterung jetzt ernst nimmt, mit 35 oder 36 Ländern muss die Einstimmigkeit verschwinden. Leider ist es so, dass natürlich viele kleine Staaten dieses Prinzip gut finden. Es ist natürlich wichtig für sie, dass sie auch ein Mitspracherecht haben, dass sie ihre eigene Stärke auch berücksichtigt sehen. Aber das Risiko, dass man einfach nichts mehr erreicht, ist einfach zu groß. Und man wäre einfach zu unflexibel und wäre dann nicht mehr in der Lage, in Krisenzeiten richtige Entscheidungen zu treffen. Eine der guten Dinge, die wir gesehen haben, und Trump hat das, als er damals in Brüssel war, gefragt und gesagt, warum gibt ihr nicht 2% für die Verteidigung aus? Und warum macht ihr euch selbst so abhängig von russischer Energie, wenn ihr glaubt, dass Russland eine Gefahr darstellt? Und ich denke, da hatte Trump in dem Falle wirklich recht. Die Reaktion damals war, naja, mit Nord Stream 2 wurde weitergemacht von der deutschen Seite. Und die andere Frage betraf ja die strategische Unabhängigkeit. Und ich glaube, und das haben wir ja auch schon früher diskutiert, also wir müssen uns wirklich die Idee der strategischen Unabhängigkeit unter diesem veränderten Licht anschauen. Denn angesichts des Krieges in der Ukraine denke ich, dass die beiden Reaktionen, also Nord Stream 2 ist jetzt inzwischen tot, aber die strategische Autonomie, so wie sie damals gedacht wurde, ist eben auch beschädigt worden. Denn die Realität ist so, dass die amerikanische Führung und Koordination unerlässlich waren für eine geeinte westliche Reaktion auf das, was da von Russland aus passiert ist. Und das hat auch gezeigt, während die EU wichtig ist, und auch die Mitgliedstaaten natürlich die Verpflichtung haben, aufgrund des Vertrages sich in einer Krise auch militärisch gegenseitig zu unterstützen. Es ist aber so, dass die NATO entscheidend ist. Und es ist einfach eine Tatsache, Finnlands erste Reaktion auf diesen Krieg war, sich um eine Mitgliedschaft zu bemühen. Also die NATO ist wirklich essentiell. Und wenn wir über diese strategische Autonomie sprechen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir die europäische Säule der NATO stärken können und auch eine strategische Komplementarität erreichen und nicht eine Trennung sozusagen. Die Vereinigten Staaten sind hier natürlich wirklich maßgeblich in der NATO. Und wir haben aber auch gesehen, dass und die Biden-Regierung ist natürlich hier sehr engagiert und bekennt sich zu Europa. Aber wir haben auch gesehen, und ich denke, das ist ganz klar geworden, dass die amerikanischen Interessen und Prioritäten woanders liegen, nämlich in China, im Pazifik. Und es hat nicht nur etwas mit Trump zu tun. Also eine Sache, die Obama, Trump und Biden gemeinsam hatten, ist genau das, dass nämlich China für sie eine Priorität darstellt. Es ist eine aufstrebende Macht. Und insofern ist es so, dass wir in diesen zwei Jahren auch sehr viel über Europa gelernt haben und was unsere Stärken sind und wie unsere Schwächen aussehen. Und eine unserer Schwächen ist ganz genau diese zunehmende Spaltung, die Akteure wie Orbán hervorrufen, indem sie aufgrund von Innenpolitik, innenpolitischen Interessen agieren, vielleicht aber auch keine innenpolitischen Interessen. Dann natürlich die Frage von Minderheiten. Die ungarische Minderheit in der Ukraine ist für ihn wichtig, für seine Partei. Das ist quasi eine nationalistische Frage der Fidesz-Partei. Aber
Es gibt natürlich nicht nur in der Ukraine ungarische Minderheiten, sondern in vielen Nachbarstaaten, auch der Slowakei, Rumänien und Serbien gibt es eine ungarische Minderheit. Und in all diesen Fällen ist es so, dass die Fidesz-Partei und Orbán auch selber sehr die EU-Erweiterung unterstützt haben in diesen Fällen. Das ergibt ja Sinn. Sie vereinen damit quasi das ungarische Volk. Also es ist sehr merkwürdig, warum das Ganze im Falle der Ukraine eben nicht so ist. Also das lässt einen denken, dass es da eben andere Erwägungen gibt, die damit im Spiel sind. Und wir sprechen ja, wie gesagt, auch über die Erweiterung. Und das ist einfach unvermeidlich. Ich würde sagen, es ist absolut wichtig für Georgien. Es gibt großen Enthusiasmus in der Ukraine, in Moldau und auch auf den westlichen Balkan. Allerdings, da gibt es auch einige zynische Stimmen, aber das Interesse ist immer noch sehr groß. Ich denke, aus der europäischen Sicht ist es aber auch sehr wichtig zu verstehen, dass das eine sehr schwierige Erweiterungsrunde werden wird, die starke Konsequenzen hat. Schwierig aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal, das internationale Umfeld ist nicht mehr das Gleiche. Es ist nicht mehr dieser Augenblick des Endes der Geschichte, sondern die Erweiterung findet jetzt statt im Kontext einer verstärkten geopolitischen und ideologischen Konfrontation oder im Wettbewerb. Und die Beitrittskandidaten sind natürlich auch nicht die gleichen. Es sind keine gerade erst unabhängig gewordenen Staaten, die nach Anerkennung suchen und quasi alles bereit sind zu tun dafür. Sie brauchen auch Hilfe, wenn es um die Transformation geht, hin zur Demokratisierung, Marktwirtschaft und so weiter. Das sind also Staaten, die Erfahrung angesammelt haben als hybride Regime in einer Grauzone. Und das wird wirklich schwierig sein als Erweiterungsrunde. Und angesichts der Erfahrung mit Ungarn müssen wir natürlich nicht nur an das Einstimmigkeitsprinzip denken, sondern natürlich auch an andere Aspekte und andere Kriterien. Aber abschließend, ich spreche jetzt schon zu lange, abschließend möchte ich sagen, dass es sehr wichtig ist für die EU, dass hier erkannt wird, dass die Erweiterung ein einzigartiges Instrument ist, das nur die EU hat. Es gibt keine andere Körperschaft, wo Länder quasi um Aufnahme bitten. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube, für die EU ist es wichtig zu erkennen, wie man das einsetzt zum eigenen geopolitischen Vorteil, ohne dass man die normative politische Identität aufgibt. Denn wenn sie das macht, ist sie wie jeder andere Staat und das wäre sehr schädlich für die EU selbst. Also ich wäre für eine normative Geopolitik, wenn das möglich wäre. Geopolitik, das ist noch ein anderes Takeaway aus dieser Runde. Auch da, Nathalie, will ich noch einmal nachfragen und die Dimension sozusagen einmal umdrehen. Wenn man auf die Erweiterung schaut, dann ist das irgendwie der Hebel dessen, was aus der EU kommt und wie die EU das auch für sich strategisch nutzen kann. Jetzt aber noch einmal aus georgischer Perspektive oder aus der Perspektive eines Beitrittslandes hat das Ganze natürlich eine normative Dimension. Man ist verbunden durch Werte, man fühlt sich dem europäischen Gedanken anhängig, aber es hat natürlich auch eine Sicherheitsdimension. Und da würde ich gerne noch einmal von dir hören, wie sind denn die Szenarien auf einer Skala von Status quo heute, Georgien als Beitrittsland und einer möglichen irgendwann eintretenden NATO-Vollmitgliedschaft, was sind die Szenarien der Sicherheitsgarantie, die Georgien von Europa, den europäischen Mitgliedstaaten, der Europäischen Union erwartet und erwarten kann? Not really. Also, und die kurze Antwort ist nicht wirklich etwas. Ich denke, die einzige wirkliche Sicherheitsgarantie, die funktioniert, ist die NATO. Die EU ist natürlich auch sehr wichtig, wie bereits angesprochen, aber aus georgischer Sicht, ukrainischer Sicht und aus Sicht der ganzen Kandidatenländer ist der einzige Mehrwert der EU der Wandel, die Transformation und der Aufbau institutioneller Demokratien. Also für die Ukraine natürlich auch noch Wiederaufbau. Also ein Mitglied der EU zu sein, bringt zwar Schutz, aber wirkliche Sicherheitsgarantien bringt eigentlich nur die NATO-Mitgliedschaft. Und beim vorherigen Panel wurde ja schon über die Absprechung gesprochen. Wir haben gesehen, dass die Abschreckung außerhalb der NATO nicht funktioniert. All die Länder und also warum ist die EU heutzutage umgeben von einem Feuerring sozusagen?
weil es eben nicht funktioniert hat. Und die EU hat vielleicht auch selbst Schuld. Es geht ja nicht nur um militärische Abschreckung, sondern Abschreckung hat ja auch eine politische Dimension. Und da geht es darum, dass man etwas signalisiert. Bis heute ist es so, dass die Signale aus dem Westen nicht wirklich überzeugend waren und die Abschreckung gefördert haben. Ganz im Gegenteil. Also die Entscheidung vom Bukarest 2018, also vom Bukarester Gipfel, die Georgien, die NATO-Mitgliedschaft zu, nicht zu versprechen, war keine gute Entscheidung. Das hat Putin ermuntert. Kann ich noch kurz eine Frage stellen angesichts der Tatsache, dass es keinen Konsens gibt zwischen den NATO-Ländern für die Aufnahme? Würden Sie sagen, dass wir 2008 lieber nichts hätten sagen sollen? Ja, ich denke, es wäre besser gewesen, nichts zu sagen. Denn das wird dieses Versprechen zu einem vielleicht führen. Aber das ist eine existenzielle Frage für Georgien. Und da gibt es eben Putin, da gibt es Russland, die sehr aggressiv auftreten und die sagen, naja, das wird ja alles nicht ernst genommen. Also kann ich jetzt die Chance nutzen. Also ergreift Georgien an, Business as usual, Neustart nach einigen Monaten, es werden keine Sanktionen diskutiert. Er attackiert die Krim, ein bisschen was von Sanktionen, es wird verurteilt. Und dann fängt er an mit der östlichen Ukraine. Und der Krieg, über den wir sprechen, der läuft ja schon seit 10 Jahren. Es ist einfach eine weitere Eskalation, die im Februar vor 2 Jahren angefangen hat. Also ein umfassender Krieg. Aber der Krieg an sich hat vor langer Zeit angefangen. Und in dieser Phase, und ich komme nochmal zurück auf das vorherige Panel, Abschreckung funktioniert in der NATO oder mit der NATO gegen konventionelle Waffen, aber nicht gegen hybride Angriffe. Und wir haben hybride Angriffe überall in Europa gesehen, auch gegen NATO-Mitglieder. Also heutzutage gibt es wirklich das Gefühl, egal ob es um Georgien geht oder die Ukraine, dass es eben keine Sicherheit gibt. Und wir müssen darüber nachdenken, was wir hier tun. Und das rückt jetzt sehr nah an Europa heran, weil vor Georgien hätte man sagen können, okay, das ist weit weg und so weiter, betrifft uns nicht. Aber heute ist es so, dass man die Tatsache nicht ignorieren kann, dass die europäische Sicherheit mit der Ukraine verbunden ist. Und was mit der Ukraine passiert, ist relevant für uns. Und Sie haben das ja gesagt, das geht noch darüber hinaus. Es hängt eben auch davon ab, in welcher Welt wir leben werden. Was passiert mit der internationalen Ordnung? Ist es der Beginn der postwestlichen Welt? Also das alles hat mit der Reaktion zu tun und hängt mit der Reaktion zusammen, die wir zeigen. Und ich hoffe, dass sie entschiedener sein wird im Falle der Ukraine. Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall gleich noch eine ganze Weile über die Ukraine sprechen. Aber wir haben jetzt diese Institutionen EU, die NATO wurde jetzt mehrmals erwähnt. Ich würde gerne noch einmal ans Publikum kurz abgeben und eine normative Frage stellen. Nämlich, wer sollte denn für die europäische Sicherheit sorgen, wenn die USA als Sicherheitsgarant ausfallen? Sehen Sie eher die Europäische Union oder die NATO als den gewünschten Sicherheitsprovider hier? EU ist die grüne Karte, NATO ist die orangene Karte. Bitte einmal heben. EU grün, NATO orange. Also hier drüben sehe ich sehr viel grün, hier ist es sehr gemischt. Es ist ein relativ ausgeglichenes Bild. Vielen Dank. Danke. Ich nehme das auch nochmal mit zurück ans Panel, Corey. Ich würde dich gerne zur NATO konkreter befragen. Wir haben jetzt hier diese Meinung gesehen. Auf dem Panel war die Haltung bisher eher, dass die NATO bis auf absehbare Zeit auf jeden Fall die Sicherheitsinstitution bleiben wird. Aber ist sie denn richtig aufgestellt? Hat sie die richtigen Lehren gezogen aus den Veränderungen der Welt in den letzten paar Jahren? Und wie müsste denn der europäische Pfeiler, wie müssten die europäischen Mitgliedstaaten innerhalb der NATO sich neu aufstellen, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden? Ich glaube, die NATO funktioniert ohne die amerikanische
Unterzeichnung nicht, weil es einige Militärfunktionen gibt, die nur die USA bereitstellen können. Aber ja, ich könnte mehr. Die NATO hat das gut gemacht in der Anpassung. Deutschland hatte eigentlich gar kein eigenes, gar keine eigene Befehlskette, so wie das jetzt ist. Und diese ganzen Unsicherheiten zum Thema Frankfurt, meine gesamte Laufbahn haben wir darüber gesprochen, wie wir die europäische Säule in der NATO steigern können. Und die Antwort ist mehr Geld, mehr Soldaten und mehr Verantwortung. Es sind keine institutionellen Lösungen, es sind auch keine politischen Erklärungen, sondern es ist Geld, Soldaten und Verantwortung. Aber ich muss sagen, Europa macht das ganz gut. Ja, ihr solltet mehr Geld ausgeben. Ja, ihr solltet euch nicht so sehr auf die USA verlassen. Aber in der Tat, wenn die Dinge schwierig werden, dann ist es sehr gut zu wissen, als Russland die Ukraine überfallen hat. Wir alle hatten Angst und wollten in der Nähe voneinander sein. Und das ist eine wunderbare Sache. Und das zeigt, dass wir Probleme lösen können, wenn wir sie lösen müssen. Ich glaube also, die Institutionen selber machen hier nicht den großen Unterschied. Das ist die Hauptänderungen haben sich, glaube ich, 1991 gezeigt mit Jack Galvin. Haben wir diskutiert, ob die NATO außerhalb des Territoriums der NATO-Staaten operieren könnte. Und politische Führer in der NATO, einschließlich meines eigenen Landes, haben gezögert, diese politische Einschätzung zu treffen. Und Jack Alvin hat gesagt, das NATO-Militär muss die Möglichkeit haben, überall dort eingesetzt zu werden, wo die politische Führung das für richtig hält. Und wenn wir NATO-Truppen bewegen können, unser Territorium von Nordnorwegen bis in die Südtürkei zu verteidigen, dann können wir das auch. Und wir müssen diesen politischen Schritt nicht tun, um zu sagen, wir werden außerhalb unseres Bereiches arbeiten, damit wir das können, wenn wir müssen. Und was wir hier lernen müssen, also dem, was Tony gesagt hat, dieser 3 Stunden Munitionsvorrat, was wir alle, und das schließt mein Land mit ein, lernen ist im Ukraine-Krieg, ist, dass wir die Waffen gespart haben, dass wir an Waffen und Munition gespart haben. Und das stellt ein Risiko für unsere eigenen Länder dar inzwischen. Das Risiko ist nicht, dass wir der Ukraine Waffen zur Verfügung stellen, weil wir sie vielleicht brauchen, sondern das Problem ist, dass wir überhaupt nicht genug haben, unabhängig von dem, was wir in der Ukraine tun. Und das sind natürlich dann Fragen, die auftauchen, wenn wir tatsächlich getestet werden zudem. Tony, ich gebe mal an dich. Was die Europäer innerhalb der NATO tun wollen. Wir haben das, also das steht seit Jahren auf Papier. Wir wissen es, die Bedrohung ist so nah. Warum schaffen wir nicht den großen Sprung dahin als Europäer? Naja, erstmal muss man ja ehrlicherweise anerkennen, dass wir Grüne da ja auch nicht gerade diejenigen waren, die da das Klügste dazu beigetragen haben. Also, und ich als Person auch nicht. Das hat sich ja erst so richtig in der Breite geändert mit dem 24. Februar 2022. Ich meine, wir konnten uns alle nicht vorstellen, dass so einen Krieg, wie wir ihn jetzt sehen, also die Polen konnten sich's vorstellen, die Balten konnten sich's vorstellen, deswegen muss man immer sagen, wir alle nicht, meine ich mit wir in Deutschland. Da gab es auch den einen anderen, Gustav Gressel hat uns gewarnt, aber die große Mehrheit konnten sich das nicht vorstellen. Ich weiß noch, die Debatten, die wir geführt haben, brauchen wir wirklich noch Leopard 2? Brauchen wir nicht einfach ein paar Hubschrauber für sowas wie einen vernünftigen Mali-Einsatz? Die hatten wir auch nicht, aber das nur am Rande. Da waren wir immerhin schlau genug, das zu erkennen. Und
man konnte sich oder wollte sich das nicht vorstellen, hat den Polen und den Balten und noch ein paar anderen gesagt, ihr habt ein Sowjetunion-Trauma und macht euch da mal keine Sorgen, wir haben das im Griff, wir kaufen so viel Gas bei den Russen und geben denen dafür so viel Geld, das wollen die nie und nimmer riskieren, das ist ja eine gegenseitige Abhängigkeit, der ganze Wohlstand in Putins Reich hängt sozusagen an unseren Geldlieferungen und deshalb ist das alles halb so wild, entspannt euch mal. Und das haben wir auch 2014 noch gesagt. Ich meine, was war die Reaktion Deutschland auf 2014? Ein paar lächerliche Sanktionen, Nord Stream 2 und den Verkauf der großen Erdgasspeicher an Gazprom. Das haben wir 2015 gemacht. Das war unsere Reaktion. Ich meine, das, wenn man im Rückblick betrachtet, also waren wir Grünen sogar dagegen, muss man sagen, aber eher aus energiepolitischen Gründen, muss man auch ehrlicherweise sagen, das war die Reaktion der Bundesrepublik. Ich meine, das, wenn man im Rückblick betrachtet, kann man sich fragen, ob wir einfach komplett den Verstand verloren hatten. Aber so haben wir reagiert. Und jetzt sozusagen, wenn ich mir das in Europa anschaue, zum Beispiel hier in Deutschland, kommt ganz vielen Menschen und auch vielen in Verantwortung, ich würde sagen, nicht mehr bei den Grünen, dieser Krieg in der Ukraine ganz weit weg vor. Und wenn man nach Frankreich, nach Spanien, nach Italien, nach Portugal, nach Irland geht, ja, es gibt Geflüchtete und so, aber irgendwie ist das weit weg und die Ukrainer machen das doch gar nicht schlecht und ja, die müssen wir schon helfen und bei den Politikern ist es auch so ein bisschen präsent, aber so richtig a sense of urgency, also ein Gefühl der Notwendigkeit, nehme ich wahr in Polen, in den baltischen Staaten, noch ein bisschen in Tschechien, Slowakei schon wieder anders, ein bisschen in Rumänien und Bulgarien, noch in Finnland, Schweden und Norwegen und das war's. Und wenn man dieses Eindruck nicht hat, dass es braucht, warum soll man dann das schöne Geld für so hässliche Sachen wie Panzer oder Artilleriegeschütze ausgeben, wenn man es doch auch für so schöne Sachen wie Kindergärten, Schulen, Universitäten und all die schönen und notwendigen und sinnvollen Sachen ausgeben kann. Und ich glaube, daran mangelt es noch ganz erheblich. Und daran mangelt es sozusagen auch in Deutschland. Und manchmal habe ich die Sorge, dass die trotz der Zeitenwende, die irgendwie deklariert worden ist und nie so richtig umgesetzt worden ist, die europäischen Gesellschaften jenseits, wie gesagt, der aufgezählten, die baltischen, die Polen, und erst wieder aufwachen, wenn Russland das nächste Land angreift. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir den Leuten bewusst machen müssen, es ist wirklich richtig drängend. Und zum Beispiel aus dem Kanzleramt höre ich so Sachen, ach, wir haben die ersten 4 Jahre Trump gut überstanden, wir werden auch die zweiten 4 Jahre Trump gut überstehen, jetzt habt ihr euch doch mal nicht so. Und wenn ich mir das anhöre, dann denke ich mir, oh mein Gott. Vielleicht schaffen wir es ja, diesen Sense of Urgency hier im Raum noch ein bisschen stärker zu schaffen. Nathalie, ich würde dich gerne mal fragen, du beobachtest ja auch die Geschehnisse in der Ukraine relativ eng. Welche Szenarien für den weiteren Verlauf des Krieges stehen denn im Raum und worauf müssen wir uns gefasst machen, wenn tatsächlich der nächste Präsident in den Vereinigten Staaten Donald Trump heißt? Nun, gibt es verschiedene Optionen, wenn wir uns die Szenarien angucken oder Pfade, wo das hinführen kann. Das eine ist, Russland gewinnt und das wäre eine Katastrophe und ich stimme hier zu. Es ist wichtig, das ist die wichtige Verantwortung der Politiker, den Menschen zu erklären, was das bedeutet für Europa, für jedes Land und darüber hinaus. Es gibt den Fall, dass die Ukraine gewinnt. Das hängt aber von der Unterstützung ab, die sie bekommt. Und es gibt eine mögliche Einigung. Das kann eine schlechte Einigung sein. Oder, und die kann auch einem Verlust gleichkommen. Also wenn es eine Vereinbarung gibt, dann muss man auch gucken, wie die legitimiert ist weltweit. Und wenn das dann heißt, territoriale Zugeständnisse und dann von da geht es weiter, ist natürlich die Frage, was hat das für die internationale Ordnung
zur Folge? Und worauf müssen wir uns dann einstellen? Und stabilisiert das die Ordnung? Man gibt das Territorium auf, weil der große Nachbar das haben will. Nun, das ist meiner Meinung nach keine besonders gute Grundlage für eine Weltordnung. Und im Moment haben wir einen verlängerten Konflikt. Das sieht ja im Moment danach aus. Und das kann da eben sein. Der Krieg läuft sehr lange. Und wir sind in einer Situation, wo keine der Seiten die Fähigkeit hat, einen militärischen Durchbruch zu schaffen. Aber keine Seite ist bereit, Verhandlungen zu beginnen und Kompromisse zu machen. Wir sind im Moment in dieser Balance. Es gibt verschiedene Faktoren, die das stabilisieren. Und der Westen spielt natürlich eine große Rolle dabei. Die ukrainische Bereitschaft zu kämpfen spielt hier auch eine Rolle. Aber um wirklich einen Unterschied zu machen, muss die westliche Hilfe, das scheint mir im Moment auszureichen, damit die Ukraine weitermachen kann, aber nicht, um auf einen Sieg zuzukämpfen. Und ich glaube, wir müssen dem ukrainischen Sieg eine Chance geben. Es gibt ja auch ethische Überlegungen, die eine Rolle spielen. Und das ist auch wichtig. Wenn man nur halbherzig unterstützt, dann ist es so, ist manchmal ein Nein besser als ein Vielleicht. Das kostet viele Leben. Es führt zu viel Zerstörung. Und wenn es zurückgezogen wird später, dann ist es manchmal besser, das vorher zu machen. Was sagt das auch zu unserem Commitment zum Frieden aus und zu Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit? Es gibt noch einen weiteren Punkt, der da eine Rolle spielt, die globalen Auswirkungen. Wenn wir diesen verlängerten Krieg haben, zunächst mal führt das zu einer Selbstzufriedenheit, das wird normal. Und die Dringlichkeit verschwindet und vielleicht gab es am Anfang keine Dringlichkeitsgefühl und jetzt ist sie komplett weg. Das verschwindet einfach irgendwo im Hintergrund und aus den Schlagzeilen. Aber es schafft auch die Möglichkeit, dass die Konflikte sich innerhalb Europas ausweiten. Die Aufmerksamkeit ist verteilt. Es gibt Gelegenheiten, das internationale Recht wird übertreten. Sämtliche Nicht-Verbreitungsabkommen für Waffen werden unterlaufen. Die Institutionen werden marginalisiert. Also wenn man etwas probieren möchte und als Politiker geneigt ist, das zu tun, dann ist das eine gute Gelegenheit. Und das haben wir auch schon gesehen. Und einige Länder wie Russland werden daran Interesse haben. Denn erstmal bekommt es Ressourcen, es lenkt die USA ab und es kauft auch Zeit, die Narrative zu beeinflussen und die ideologische Unterstützung aufzubauen. Das ist also ein gefährlicher Moment. Im Moment, es kann sich sehr, sehr lange hinziehen. Das läuft ja schon seit 10 Jahren, wie ich gesagt habe. Es ist jetzt gegipfelt, aber es ist auch eben eine instabile Situation des Wandels. Und natürlich haben beide Seiten Interessen hier, weil die europäische Sicherheit hier gefährdet ist und viele eben das Ende dieses Kriegs sehen wollen. Und danach wird die Welt und Europa stärker sein und geordneter. Und das ist im Moment eben nicht der Fall. Wir sehen mehr Unsicherheit als Sicherheit aufkommen. Lange Zeit, die Ukraine auf Unterstützung angewiesen sein wird. Cory, da würde ich gerne noch einmal an dich abgeben und die Rolle der USA als Unterstützer der Ukraine. Wir haben ja schon jetzt unter Präsident Biden diesen narrativen Shift gesehen von wir unterstützen die Ukraine so lange wie nötig zu wir unterstützen die Ukraine so lange wie wir können. Und wenn man auf die momentane Situation im Kongress schaut, fragt man sich, wie lange kann man eigentlich noch? Könntest du uns vielleicht noch mal einen Outlook geben, sowohl in dem Szenario, Donald Trump gewinnt die nächste Wahl, aber auch in dem Szenario,
Joe Biden wird weiter Präsident bleiben, in der aber innenpolitischen Situation, wie sie sich jetzt mit dem Parlament gestaltet. Wie ist die weitere Perspektive auf die Unterstützung der Ukraine? Ich glaube, wenn Donald Trump als Präsident gewählt wird, dann wird ein Präsident, glaube ich, nicht dem Kongress die Füße wärmen und die Unterstützung leisten, die Ukraine braucht. Punkt. Präsident Biden, ich glaube, dass meine Regierungspolitik nicht genug tut, um die Ukraine, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen und erlauben, das in die Länge zu ziehen, was nicht nur einen schrecklichen Preis für die Ukraine bedeutet, sondern auch Raum öffnet für russisches Narrative, für Nationalpolitiken, die hier in unseren Support kommen. Wisst ihr was? Die Amerikaner blüffeln. Taylor Swift und Telles Casey halten Hände nach einem Fußballspiel. Das interessiert die Leute viel mehr. Und fehlende Fokus ist eine fehlende Funktion der Zeit, die wir hier haben. Und wir haben diese Zeit einfach verloren. Ich hätte am Anfang sagen sollen, die amerikanische Politik würde tumultartig sein. Präsident Biden hat 38% und es gab nie einen Präsidenten, der mit so wenig Stimmen gewählt worden war. 50% meiner republikanischen Freunde sagen, sie werden nicht für Trump wählen. 11% würden für Joe Biden, haben 2020 für Joe Biden gestimmt. Und das hat natürlich einen Teil des Sieges unterstützt. Also da kommt noch einiges. Die Amerikaner mögen eigentlich keinen der beiden Kandidaten, aber das ist nun mal in dem System so. Es gibt noch mal drei Joker, die hier auftauchen können. Das eine, die Potenzial eines dritten Kandidaten, das Nikki Haley wäre das zweite und macht es zur Kandidatur. Das wäre der zweite Joker, nämlich dass der Supreme Court Donald Trump die Wahl verwehrt wegen des 14. Verfassungszusatzes. Verbot jemanden, der das Amt nicht abgibt. Und das dritte ist, dass Donald Trump vielleicht bis dahin im Gefängnis sitzt. Und 91 Anklagen laufen gegen ihn. Also das wird schon ein verrücktes Jahr werden. Aber ich glaube trotzdem, eines der Risiken für Präsident Biden ist, dass seine Narrative, so lange wie es sein muss, hat dazu geführt, dass die Amerikaner Afghanistan verzeiht haben und die Art des Abzuges verziehen haben. Und das sind also zwei Punkte, die man hier im Blick behalten muss. Also einmal die Popularitätsraten haben sich nicht erholt nach Afghanistan und das ist eben einfach der Grund, warum er nicht eben mehr so sehr diesem solange wir können weitermacht. Die europäische Sicherheit nachdenken. Ich will es in einer Minute oder zwei gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum. Also denken Sie alle bitte schon mal drüber nach, was Sie gerne von unseren PanelistInnen so hören würden. Ich möchte die Debatte hier unter uns aber gerne mit noch mal so einer ganz kurzen Was-wäre-wenn-Runde schließen. Und zwar möchte ich alle drei von euch fragen, was eure erste Maßnahme wäre, die ihr als Policymaker sozusagen ergreifen würdet, um die europäische Sicherheit zu erhöhen. Corey, ich würde gerne mit dir anfangen, wenn du ein Policy Planner in der NATO wärst, was wäre die eine Maßnahme, die du als erste empfehlen würdest, um die Sicherheit in Europa zu erhöhen? Spend money. Geld ausgeben im Bereich Verteidigungspolitik. Genau, auch alle mitschreiben, einen Tag
Cool, vielen Dank. Nathalie, für dich, dich würde ich gerne zur Präsidentin der Europäischen Kommission machen. Was wäre denn deine Nummer 1 Maßnahme für die europäische Sicherheit? Ich denke, eine Sache, die häufig empfohlen wird von Expertinnen und Experten, und das nehme ich auch ernst, ist, schaut euch die Sicherheitslandschaft in Europa an. Die ist sehr fragmentiert. Das heißt, ich würde wirklich hin zu einer Harmonisierung arbeiten wollen und mir beispielsweise auch Komplementarität anschauen. Wer kann was besser machen? All die Dinge. Natürlich wissen wir, es gibt Hersteller, es gibt Beteiligte, es gibt Stakeholder, aber es gibt auch eine Verantwortung, zueinander zu sagen, okay, wenn man nicht zusammenarbeiten kann, dann wird das sehr schwierig. Also diese Fragmentierung muss man sich anschauen. Und das wäre wahrscheinlich der erste Ansatzpunkt. Und zu guter Letzt, Toni, wenn du Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wärst, was wäre deine Nummer 1 Maßnahme für die europäische Sicherheit? Ich würde ein Sondervermögen auflegen von 300 Milliarden Euro. 100 Milliarden für die Bundeswehr, beziehungsweise 80 Milliarden für die Bundeswehr, 20 Milliarden für Kooperationsprojekte mit anderen Ländern, 100 Milliarden, um weltweit Waffen einzukaufen für die Ukraine, weil die einfach für uns alle kämpfen, und 100 Milliarden nochmal für letztendlich den erweiterten Sicherheitsbegriff von Cybersecurity, über das unsere Brücken wieder 100 Tonnen tragen, nämlich wir können kaum Leopard verlegen, weil 40% unserer Brücken nicht mehr 100 Tonnen ablassbar sind. Und um Huawei sozusagen zurückzudrängen, um seltene Erden zu sichern, also all das, dafür nochmal 100 Milliarden. Energiesicherheit, was auch noch einen schönen Klimaeffekt hätte, also das würde ich machen. Vielen Dank. Vielleicht gibt es ja schon auf diese Maßnahmen ein paar Reaktionen aus dem Publikum, da wäre ich sehr gespannt drauf. Aber bestimmt gibt es auch Fragen. Ich sehe schon ein paar Finger hochgehen. Ich fange mal hier vorne an. Milena, kommst du mit dem Mikrofon? Frau Schreier. Und wir sammeln. Michael Schreier, ich möchte noch mal auf die Frage der Beistandspflicht zu sprechen kommen. Anton, du sagtest eingangs, dass es vielleicht die Spekulation von Putin sein könnte, bei einem Angriff auf einen baltischen Staat, dass dann der eine oder andere Staat sagt, naja, dann helfen wir was, und der andere sagt nein. Also wir haben ja die Beistandspflicht, und es wurde ja auch von Nathalie darauf hingewiesen, auf die Beistandspflicht im EU-Vertrag. Und diese Klausel ist sehr, sehr streng, nämlich wenn ein Mitgliedstaat militärisch angegriffen wird, dass dann die anderen Staaten diesem Staat Hilfe schulden. Und da steht nicht drin, dass der Rat das erst beschließen muss, sondern wenn dieser Staat sagt, ich bin angegriffen worden und helft mir, dann müssen die anderen Mitgliedstaaten ihre Beistandspflicht erfüllen. Und zwar nicht in einer Weise, dass gesagt wird, wir schicken mal ein paar Helme oder sonst was dahin, sondern da steht drin, mit allen verfügbaren Mitteln. Und deshalb denke ich, also diese Beistandspflicht ist überhaupt nicht genügend im Bewusstsein drin und was das eigentlich bedeutet. Meine Frage an Anton, ist das eigentlich dem Bundestag so richtig bewusst, dass in diesem Fall auch ja, dann die Soldaten, die im Baltikum beispielsweise stationiert sind, dann aktiv werden müssen und wahrscheinlich doch nach meiner Auslegung gar nicht mehr der Bundestag auch hier eine Vorbehaltsklausel hätte, sondern das ist direktes, primäres europäisches Recht. Vielen Dank. Das war auch mustergültig mit einem Fragezeichen am Ende. Wir machen hier gleich weiter. Walter Kaufmann von der Böll-Stiftung. Ich habe eine Frage an Nathalie Sabanaze. Sie haben gesprochen von der normativen Geopolitik. Können Sie das am Beispiel Georgiens ein bisschen präziser ausformulieren? Georgien, ein Land in einer sehr fragilen Sicherheitssituation mit gleichzeitig einem starken Democratic Backsliding, was wir im Moment erleben. Und diese Verleihung des Kandidatenstatus war ja eine sehr ambivalente Entscheidung. Wie
soll das weitergehen, wenn wir im Laufe diesen Jahres dort schwere Krisen erleben, was nicht ganz unwahrscheinlich ist? Wo gibt es da rote Linien? Sicherheit versus demokratische Standards. Vielen Dank. Einmal ganz da hinten, bitte. Der Herr mit der Brille, genau. Es war gefordert worden, und das teile ich ja auch, mehr Geld für die Verteidigung. Frage an den Hofreiter. Können Sie kurz sagen, wer Sie sind? Mattes ist mein Name. Ich spreche aber hier privat, nicht in dienstlicher Eigenschaft. Mehr Geld für die Verteidigung teile ich auch. Aber wie bewerten Sie die bisherige Effizienz? Denn wenn wir gucken nach den Statistiken vom Internationalen Institut für strategische Studien und auch von CIPRI in Stockholm, haben wir bis 2021 als Deutschland ungefähr so viel ausgegeben wie Russland, Frankreich auch ungefähr so viel wie wir, größenordnungsmäßig, Großbritannien ebenfalls, die Amerikaner 10-mal so viel. Gut, die machen natürlich auch viel Unsinn anderswo und nicht alles hat europäische Inzidenz. Frage, sind die Gelder bisher sinnvoll ausgegeben nach Ihrer Bewertung? Also an Toni Hofreiter und an Cory Scharke. Oder haben wir da nicht vielleicht auch ein ganz großes Problem? Vielen Dank. Da drüben hatte ich noch eine gesehen. Die ist jetzt runter, dann nehmen wir noch einmal hier vorne, bitte. Die Dame, und dann gehen wir einmal zurück ans Panel und dann gibt es eine zweite Runde. Ja, ich habe zwei Fragen, Herr Hofreiter. Wie sinnvoll ist es, die anderen westeuropäischen Staaten ja zu tadeln, dass man sich also nicht genügend um die Ukraine bemüht? Es gibt andere Äußerungen in der Presse, die das also auch widerlegen. Und ist es jetzt in der augenblicklichen Situation so sinnvoll, das zu tun? Das ist die eine Frage. Und wie geht man jetzt eigentlich mit diesen großen Waffenverkäufen oder Waffenweiterleitungen an die Ukraine um, die dann aber auch selbst dann mit nicht so ganz ordentlich umgeht? Also wie kommt es, dass da irgendwelche Dinge auf einmal, weiß ich nicht, auf dem schwarzen Markt erscheinen und man fragt sich, hui, was ist da jetzt eigentlich passiert? Also Stichwort Korruption, wie weit ist man da in der Ukraine? Vielen Dank, das war sehr schnell auf den Punkt. Wir gehen in dieser Reihenfolge einmal durch. Toni, ich habe mir mitgeschrieben, ist dem Bundestag bewusst, dass es eine EU-Beistandspflicht gäbe im Verteidigungsfall? Sind die Verteidigungsausgaben sinnvoll ausgegeben? Warum tadeln wir die Osteuropäer? Und wie steht es um die Korruption? Such dir aus. Westeuropäer, Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher, wie weit es dem Bundestag bewusst ist, dass innerhalb der EU eine sehr eindeutige und klare Beistandspflicht gäbe. Aber mein Punkt war, ich habe ja auch gar nicht baltische Staaten gesagt, sondern ich habe gesagt, ein kleineres NATO-Land. Ich glaube, das ist genau das, worum es geht sozusagen. Wir signalisieren gerade in Richtung Putin eine eigene Unentschlossenheit und Schwäche, wo meine Sorge ist, dass es ihn dazu verleitet, das zu probieren. Ich glaube, dass wir am Ende uns sogar durchsetzen würden. Er war, glaube ich, ja auch hochgradig überrascht, wie einig die Europäer auf den Angriff auf die Ukraine reagiert haben. Aber das, was wir, das ist vorher als Signaling, was wir gerade als Signale senden, als Europäer und auch als Deutschland, ist in Richtung Putin, wenn du nur lang genug durchhältst, wirst du den Krieg gewinnen, und wenn du nur dreist genug bist, wird der Westen uneinig genug sein. Und ich glaube, dass beim ersten, ob er den Krieg gewinnen wird, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob wir noch klug genug handeln, aber noch haben wir die Chance, das alles zu verhindern, und beim anderen glaube ich, dass er gar nicht damit durchkommen würde. Aber wenn mal der Angriff da ist, sterben ein Haufen Leute. Deshalb meine Sorge ist, wir signalisieren gerade Putin das völlig Falsche, nämlich, dass es sich für sein Regime lohnt, den Krieg fortzusetzen, und dass es sich für sein Regime lohnt, weitere Länder anzugreifen. Und genau das Gegenteil müssten wir ihm eigentlich signalisieren. Und deshalb ist diese Zögerlichkeit, die ich gern gegenüber Scholz als Führungsschwäche beschreibe, zum Beispiel bei den Panzern so schwierig. Deswegen ist es bei Taurus so eine Katastrophe. Deswegen ist dieses Rumgeeiere, die Ukrainer dürfen, was weiß ich, mit einer vom Westen gelieferten Waffe
keine militärische Einrichtung auf ursprünglich russischem Territorium angreifen, so kontraproduktiv, weil es immer Schwäche signalisiert, immer Ängstlichkeit, immer sich einschüchtern lassen und damit vollkommenes Psychogramm von Putin missinterpretiert. Man hat immer sozusagen die Angst, wir dürfen den nicht zu sehr provozieren. Und das erzählt er ja auch gerne mit Hilfe seiner Proxys hier bei uns wie Wagenknecht oder die AfD-Leute, dass wenn wir den noch weiter provozieren, weitet er den Krieg aus. Dabei provoziert er, sondern man müsste ihm, und das zeigen die Erfahrungen, in dem Moment, wo der Westen Klarheit und Stärke zeigt, weicht er logischerweise zurück, weil das ist ja kein Selbstmordattentäter, sondern der ist in seinem natürlich verbrecherischen Rahmensystem ein total rational agierender Diktator, der opportunistisch die Lücken nutzt, die wir ihm lassen. Und wir lassen ihm halt viel zu viele Lücken. Dann zu der Frage, ob das Geld effizient ausgegeben wird. Nein, natürlich nicht. Es ist ja schon, machen die USA auch nicht. Dazu muss man, glaube ich, erstmal klar haben, dass letztendlich Mittel für Armeen fast nie effizient ausgegeben werden. Das muss man erstmal in einem gewissen Umfang sich bewusst machen. Es darf keine Entschuldigung sein für das, wie man es zum Teil macht. Und ich meine, Juncker hat das schöne Beispiel gebracht, die USA haben einen Kampfpanzer und ihr Europäer haben 17 Kampfpanzertypen. Ist irgendwie ineffizient. Jetzt würde ich sagen, also nichts gegen die USA, die haben sehr viele davon, aber der Abrams taugt einen so richtig was im Vergleich zum Beispiel zum Leopard 2. Deswegen sollte man vielleicht 2-3 Typen haben, um dann auch wirklich einen zu haben, der wirklich richtig gut ist. Aber sozusagen 17 ist halt schon ineffizient. Aber das ist halt auch nachvollziehbar, weil nämlich, wissen Sie, nach welchen Kriterien wird normalerweise militärische Vergabe gemacht. Also natürlich, es sind ja glaube ich auch Militärs da, die müssen jetzt weghören, aber das Kriterium ist letztendlich, in welchem Wahlkreis sitzt die Firma und gibt es da sozusagen strukturelle Probleme. Also, und so hat man ja auch die Kasernen verteilt, meistens in ökonomisch schwächeren Regionen, hat auch eine Logik sozusagen, weil es da meistens billiger ist. Und ob sozusagen das Material wirklich was taugt, die Bundeswehr es braucht, das ist dann im Idealfall eine sekundäre Frage, im Nicht-Idealfall eine gar keine Frage mehr. Und das kann man sich halt in diesen Zeiten halt nicht mehr so optimal leisten. Also es ist zumindest schwierig. Aber das ein bisschen umzuschiften, ist auch sozusagen nicht ganz einfach. Und deshalb bin ich zum Beispiel, habe ich ja auch gesagt, von den 100 Milliarden würde ich 80 Milliarden direkt für die Bundeswehr, aber 20 Milliarden der EU-Kommission rüberreichen, dass die das als Kooperationsmittel ausreichen können. Das heißt, wenn 2, 3, 4 Länder gemeinsam was einkaufen, dann gibt es einen Batsch obendrauf. Und ich meine, so wie fast alle Leute dahinterher sind, Steuern zu sparen, sind Regierungen unglaublich dahinterher, europäische Mittel abzugreifen und dafür einen Teil für sich zu schnappen. Und das ist eine unglaublich effiziente Karotte, um den Leuten dazu zu bringen, was Sinnvolles zu machen. Und deswegen braucht die Europäische Union halt auch eigene Gelder. Nebenbei sozusagen. Deswegen ist halt auch so ganz schlimmer Unsinn, dass man den Haushalt der Europäischen Union so ganz klein hält und dann auch noch einen Großteil ausgibt für die strategisch wichtige Sache der Flächenprämie für Landwirtschaft. Also kann man machen, wenn man Lust dazu hat, aber vielleicht in Kriegszeiten interessant. Jetzt kann man sagen, dann flippen uns die Bauern endgültig aus. Ja, aber das glaube ich hat halt auch was damit zu tun, dass man diesen Gesellschaften mal von ganz oben
und damit meine ich die Regierungschefs, sagen müsste, wir haben Krieg in Europa. Und wenn wir nicht endlich gemeinsam, solidarisch und vernünftig handeln, wird sich dieser Krieg ausweiten. Und das muss man den Leuten bewusst machen. Und dazu müssen wir endlich mal zusammenhalten. Aber wie gesagt, das würde ich mir zumindest wünschen. Und dann zu der Frage, wir haben halt einfach schlichtweg ein Problem, dass relevante Länder noch weniger geben, auch was das Bruttoinlandsprodukt angeht, im Verhältnis als Deutschland. Und Deutschland gibt schon bei Weitem nicht ausreichend an militärischer Unterstützung für die Ukraine, obwohl wir nominal der zweitgrößte sind, wenn wir es ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzen. Und wir müssen uns halt auch eins bewusst noch machen. Ich meine, wir können den Amerikanern unendlich dankbar sein, was sie alles getan haben. Aber wir haben ja jetzt schon ein Problem mit Jack Sullivan und der Biden-Administration. Ich meine, warum kriegen die Ukrainer keine vernünftige Munition für die HIMARS? Das verstehe ich nicht. Also, ich meine, ich verstehe nicht, warum wir die Taurus nicht liefern, aber ich verstehe nicht, warum die Amerikaner keine vernünftige Munition für die HIMARS liefern. Oder warum es bei insgesamt 6.000 Abrams-Kampfpanzern, die die USA vorrätig haben, es ein Drama war, am Ende 31 zu liefern. 31 von 6.000. Also wir haben jetzt schon ein Riesenproblem mit der amerikanischen Administration. Man hätte auch 500 liefern können. Das hätte dann auch einen Effekt gehabt. Ich meine, wir haben 18 geliefert von unseren gut 300. Ist auch nicht so überzeugend. Vor allem haben wir immerhin für die, angesichts von Krieg für diese 18 doch tatsächlich 18 nachbestellt. Nicht 180 oder 500. Von der wunderbaren Panzerhaubitze 2000, die wirklich ein sehr gutes Gerät ist, haben wir auf einer 1000 Kilometer Front 14 geliefert. 14 ist besser als gar keine. Aber ich meine, was machst du mit 14 Panzerhaubitzen auf 1000 Kilometer? Noch dazu, wenn die Hälfte wegen Ersatzteilenmangel auch noch stillsteht. Weil sie halt nicht wie in Afghanistan bei den Niederländern mal 10 Schuss abgeben muss, sondern weil da einfach schlichtweg an der Front zum Teil 20.000 Artilleriegranaten pro Tag verschossen werden oder 30.000 oder 40.000 in der Spitze. Und da hast du halt eine ganz andere Belastung des Materials, als wie was man vorher sich vorgestellt hat. Und da kann man halt nicht 14 liefern und vor allem kann man dann auch nicht nach einem Dreivierteljahr warten, bis man sich entschieden hat, ob man jetzt Kette oder Rad nachbestellt. Das ist doch irre. Aber das nur am Rande. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen besseren Verteidigungsminister. Du sitzt zu weit weg von mir. Zu der Frage sozusagen der Korruption. Ja, das ist ein Problem in der Ukraine, aber es wird halt besser. Und also eine Panzerhaubitze erscheint halt nicht auf dem Schwarzmarkt. Also die ist ein bisschen groß und auffällig. Also die Sorge würde ich mir einfach schlichtweg nicht machen. Und deshalb, außerdem ist halt die Alternative noch problematischer. Nicht? Die Alternative ist, die Ukraine verliert den Krieg mit allen schrecklichen Konsequenzen für die Menschen in der Ukraine. Und am Ende sozusagen sind wir halt dann selbst gefordert. Nicht? Der Spruch, das muss man sich einfach klar machen. Die Ukraine will von uns nicht viel. Die wollen nur Waffen und Geld. Das Sterben machen sie. In gigantischem Umfeld, um unser aller Freiheit zu verteidigen. Auch unsere Freiheit, wie wir hier alle sitzen, dass wir hier frei sprechen und diskutieren können. Dafür sterben die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. Das muss man sich klar machen. Die verlangen nicht viel von uns. Statement nochmal. Trotzdem den Sprung von der Ukraine nach Georgien und der normativen Geopolitik. Nathalie, da gab es eine Frage an dich. Ja, ich möchte noch hinzufügen, was die Mangelversorgung an der Front betrifft. Ich habe gehört, dass die Artilleriegeschosse, das sind Grundsachen, Grundlagen. Es gibt natürlich die Drohnen, die machen einen Unterschied, aber wir haben hier einen Fehlbestand von 1 zu 5 oder 1 zu 10 sogar. Das ist dramatisch.
Und wenn es die Produktion betrifft, die Bestellungen sind da, aber wir können hier nicht erwarten, dass genug kommt bis 2025. Also das ist hier das Thema. Normative Geopolitik in Georgien, das ist oftmals so, dass Interessen und Werte sich gegenüberstehen und man muss eine Wahl treffen. Insbesondere in der Außenpolitik. Ich glaube, die EU ist ja ein gutes Beispiel, dass es nicht immer so der Fall ist, denn es ist erstmal die normative Seite davon ist Teil der europäischen politischen Identität und die muss nach vorne gebracht werden, denn damit erhält man einen stabilen Länderverbund wie in der EU. Und ich habe oft gesagt, dass diese Entscheidung, die Ukraine einzuladen und Georgien als Beitrittskandidaten einzuladen, war wahrscheinlich die richtige politische Entscheidung, die richtigste, die die EU getroffen hat. Aber die Ausgewogenheit der Kriterien, der Respekt für die Kriterien und die Normen muss wichtig abgewogen werden. Und Georgien ist hier ein guter Testfall, so wie diese Entscheidung kommuniziert wurde aus geopolitischen Gründen, Interessen der EU, aber eben auch eine Reflexion der allgemeinen Unterstützung. Deutschland, Georgien ist sehr proeuropäisch und das ist dem hat der Präsident sehr klargestellt. Jetzt ist die Regierung dran, eben die Reform auch zu liefern. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich klar macht, was sind die Kriterien, wie bewerten wir sie, was sind die Bedingungen und wie können die Ausweitungskriterien angewandt werden für neue Kandidaten. Die EU wurde am Anfang nach der Ende des Kalten Krieges aufgebaut. Und es geht jetzt nicht darum, demokratische Regierungen und Demokratien zu fördern. Wir haben jetzt mit einer gegenteiligen Entwicklung zu fördern. Wir haben halbautoritäre Systeme, Wettbewerbe, verschiedene Bezeichnungen, die man dafür hat. Das sehen wir jetzt mehr in Georgien, in Serbien und anderen Ländern. Und natürlich, Ungarn ist hier ein Mitgliedstaat, der hier ein Rollenmodell übernimmt. Und das andere ist das Zusammenbruch, ich würde nicht ganz Zusammenbruch sagen, aber das Schwäche des Konsenses zu den Werten. Wir haben Wettbewerb aus Russland und anderen mit diesem konservativen Populismus, dem Aufstieg der traditionellen Werte, des Missachtens der Rechte, der Minderheitenrechte und so weiter. Und das Wiederaufnehmen dieser Werte und sie zu verteidigen und zu zeigen, dass dies ein Teil dessen ist, wofür Europa steht, ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Und das war vorher nicht so. Und dann ist es eben das Nicht-Erfüllen der politischen Prioritäten. Also das geopolitisch anzugehen bedeutet, dass wir die gleichen Interessen haben. Georgien ist sehr interessiert, wie alle anderen Kandidatenstaaten, zum Beitritt. Und die Bedingungen sollten sehr, sehr klar angesprochen werden und dann funktioniert das. Aber ich glaube, das muss man noch mal angucken. Zwei Punkte, das eine zur Effizienz und dem Verkauf von Waffen im Schwarzmarkt. Erstmal, ich stimme Toni voll und ganz zu, ich kenne kein Verteidigungsministerium, was das Geld effizient ausgibt. Und bestimmt gibt es hier sehr viel Ineffizienz in den 84 Milliarden Dollar, die hier jedes Jahr über bewegt werden. Aber 48 Milliarden sind es. Und ich bin mir nicht sicher, ob Effizienz hier etwas ist, wo wir unser Militär nach beurteilen werden. Ich glaube eher Effektivität ist der Unterschied.
oder das Kriterium. Und die ganze NATO, insbesondere natürlich Deutschland und USA, man sieht es auch in den ukrainischen Militär, dass wir hauptsächlich in unsere Menschen investieren. Gesundheit, Ausbildung, Training, das sind Dinge, die mehr und mehr Raum einnehmen in unseren Verteidigungsausgaben. Und das führt zu guten Problemlösern, denn Krieg ist Wettbewerb, angepasster Wettbewerb. Und die Militärs sind sehr gut darin, Probleme zu lösen. Das sieht man eben beispielsweise auch im Unterschied zu dem, was die russische Militär gut können und was die Ukrainer gut können. Die Ukrainer können gut Probleme lösen. Sie haben natürlich Schwierigkeiten damit, gute Ideen im ganzen Armee umzusetzen. Die Russen sind unendlich langsam, Probleme zu lösen, aber sie sind sehr gut in der Standardisierung in der Armee, wenn sie das Problem einmal gelöst haben. Also es ist schon eine gute Idee, in die Menschen zu investieren und in freiwillige Kräfte wie unsere. Das professionelle Niveau macht hier einen deutlichen Unterschied. Deswegen mache ich mir dort nicht ganz so viel Sorgen über das schlecht ausgegebene Geld. Und ihre berechtigte Bedenken zum Hilfen, die in der Ukraine angegeben werden und auf dem Schwarzmarkt enden. Das erste, mein Team hat das analysiert. 85% der US-Hilfen werden in den USA selbst ausgegeben. Bauen der Waffen, die wir dann an die Ukraine liefern. Also das Geld wird in den USA ausgegeben, aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie sich um Korruption Sorgen machen in der Ukraine. Das ist ein massives Problem dort. Es wird dort dagegen vorgegangen. Wir haben das sehr genau beobachtet, um das Ausbluten der Waffen zu überwachen. Und was wir aber sehen, ist die Standardkorruption, die man überall in Kriegswirtschaften sieht. Das heißt, überhöhte Rechnungen für Armeejacken beispielsweise, solche Dinge. Aber wir haben bisher noch keine Waffen auf dem Schwarzmarkt gesehen. 5 Minuten der Kaffeepause noch abknapsen. Wir haben ein bisschen später angefangen. Ich hatte hier noch eine Frage gesehen und hier vorne. Die beiden würde ich nehmen und dann mit der Bitte um und die da drüben mit der Bitte um eine ganz kurze Antwortrunde. Die Fragen bitte ebenso kurz zu stellen. Einmal, gibt es noch ein Mikrofon? Ich. Sorry. Jetzt? Also ich höre, Toni muss zur namentlichen Abstimmung. Ist es okay für euch beide, wenn wir noch eine Minute hier bleiben? Toni losflitzt. Also es tut mir einfach leid, wir haben gerade Bundestagssession und ich muss zur namentlichen Abstimmung rüber. Und vielen Dank. Genau. Toni. Deshalb. Kann ich nur sagen, vielen Dank für die Einladung, noch spannende Debatte. Vielen Dank für die spannenden Beiträge und ja, wir werden weiter dranbleiben, dass wir den Kanzler davon überzeugen, mehr zu tun. Weil nicht die Konsequenzen, wenn wir so weitermachen, einfach zu schrecklich sind. Und deswegen müssen wir sie verhindern. Und jetzt wünsche ich euch noch alles Gute und ich saus jetzt einfach davon. Vielen Dank. Wir machen noch eine Quickie-Runde. Hier der Herr in dem schwarzen Hemd, genau. Hallo, Adrian, Stipendiat von der Böll-Stiftung. Ich hätte eine kurze Frage an Frau Schaki. Am Anfang wurde angedeutet, dass Sie eine explizit konservative Sicherheitspolitik vertreten. Inwiefern stehen Sie da dann eigentlich inhaltlich in Konflikt mit unserem grünen Verständnis von Sicherheitspolitik? Und für wen werden dann in der kommenden Wahl konservative republikanische Menschen wie Sie dann stimmen? Vielen Dank. Und hier in der ersten Reihe. Roderick.
Hi, my name is Roderick. I'm the director of the Brussels office. Ich bin Direktor des Büros der Heinrich Böll in Brüssel. Erstmal muss ich etwas Werbung machen. Wir machen gerade eine Studie dazu, wie die EU mit Trump 2.0 umgehen soll. Das kommt heute. Was ich sagen möchte, ich dachte, ich habe einen kleinen Disconnect zwischen dem, was Tony und was du gesagt hast, da festgestellt, Natalie. Wir haben über Normativpolitik gesprochen und wie wir die Regeln aufrechterhalten und den Rechtsstaat fördern. Und Tommy's hat auch gesagt, bei einigen Autokraten muss man manchmal hart sein, sie verstehen nur die Sprache der Macht. Also wie weit müssen wir hier die Regeln verbiegen oder sogar brechen, um die Regeln aufrechtzuerhalten. Russisches Vermögen ist ein Diskussionsthema, was hier eingefroren ist. Das ist eins dieser Themen. Danke. Eine Frage für Corey, eher persönlicher Natur. Die zweite Frage an Natalie. Und danach geht es in die versprochene Kaffeepause. Corey, bitte. Also, ich habe von keinem Kollegen von der Grünen Partei gehört bisher, was ich nicht unterschreiben würde, und zwar gerne. Also es ist sehr interessant zu sehen, wie sehr die, wie eng das hier zusammengeht und was diese Konvergenz verursacht, ist das Verhalten von Russland, Iran, Irak, Iran, China, das flößt uns Angst ein. Und das ist sehr gut zu sehen, dass hier als konservative Republikanerin ich das alles aufnehmen kann, was ich hier von meinen Kollegen von der Grünen Partei gehört habe. Das zeigt, dass wir hier zusammenstehen und unsere Gesellschaften und unsere Werte zu verteidigen. Das ist gut. Zum Thema, für wen ich stimmen würde, ich hoffe, dass ich nicht nur zwischen Trump und Biden wählen muss, denn ich bin habe alle Anti-Trump-Briefe in 2016 unterschrieben. Und ich würde jetzt, wenn Donald Trump der Kandidat ist, dann kann ich ihn nicht unterstützen, weil ich glaube, er gefährdet die Verfassung. Dann werde ich Joe Biden wählen müssen. Aber ich hoffe, dass ich noch eine bessere Wahl bekomme. Thank you. That's a good answer. Vielen Dank, das war eine sehr gute Antwort und eine gute Frage. Ich glaube, es gibt, macht keinen Sinn, Normen zu verteidigen, zu hochzuhalten, wenn man sie nicht verteidigt. Das grenzt an Heuchlerei. Und Russland tut genau das. Es fordert die regelbasierte Ordnung heraus und es will eine multipolare Unordnung, wie ich es nennen würde. Und dem müssen wir entgegenstehen. Und wenn wir das tun, dann ist es gut. Und ich glaube, es gibt hier eine durchaus eine Überschneidung. Was war die andere Frage nochmal? Das war's. Okay, gut. Vielen Dank. Vielen Dank an euch beide, auch an Toni fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank an die Disziplin für die 4 Minuten, die mir noch geschenkt wurden. Es war mir ein Vergnügen. Jetzt wünsche ich allen eine erholsame, erfrischende Kaffeepause. Es geht hier weiter um 16 Uhr. Und ich freue mich auch auf weitere Diskussionen miteinander und den Rest des Tages. Vielen Dank.